Hallo Chicas und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Y. Yeah. So, ich habe gerade noch ein bisschen weiter trainiert und ich wollte eigentlich einen Pikachu fangen, weil es hier voll geile Pikachus gibt. Aber das war viel zu schwach und deshalb habe ich das direkt mit egal welcher Attacke direkt zerstört. Voll scheiße. Los, Pommel, auf in den Kampf! Okay, da bin ich mal gespannt, wie stark denn die Pokémon von dem Guy da sind. Teenager. Ich habe gerade Teenager Grill gelesen. Ach du Scheiße. Yeah, der neueste Teenager Grill. Cool. Ach du Kacke. Was ich manchmal für eine Scheiße laber. Und ich habe gleich ein Badminton-Turnier. Yeah. Aber ich muss gerade noch so Highspeed-Parts aufnehmen, weil ihr euch bestimmt voll viele wünscht, jetzt wo das Spiel neu raus ist. Und deshalb habe ich heute auch extra gesagt, dass ich 3 Parts hochlade. Auch wenn das ein bisschen viel für mich ist und ein bisschen viel Schnittarbeit. Und dann bin ich halt auch weg. Aber ich habe wenigstens heute Abend sturmfrei und dann habe ich wirklich Zeit, das ganze Zeug hier mal zu bearbeiten. Yeah, great. So, und die... Wow, das ging jetzt irgendwie schnell. Ich habe einfach nur gerade mal eben so random Attacken ausgewählt und dann war das einfach weg. Komisch. Okay, es war auf jeden Fall ein leichter Kampf. Und da kommt die kleine Schrulle auch schon hinterher gerannt. Was willst du? Welche Tänze wären wohl am besten für eine Tanzgruppe mit Pokémon? Och nein, ernsthaft? Will der das wirklich machen? Ist ja mal mehr als schlimm. Oh. Raupi! Aber theoretisch könnte ich mir auch ein anderes Pokémon fangen. Dann würde ich gucken, bis Pikachu kommt und dann schwäche ich das einfach mit dem schwachen Gammel-Pokémon und dann nachher kann ich das fangen. Weil der ist momentan so stark, dass er einfach jedes Pokémon mit einem Schlag mal eben kaputt macht. Und das ist schon ein bisschen heavy, ne? Aber ich muss mal gucken, wie ich das denn da rumhantiere. Nee, so, was haben wir denn hier? Oh, das hat so unheimlich viel gebracht. Yeah, einfach mal eben im Kreis laufen, einfach weil es Fun macht. Okay, da hätte man scheinbar den Trainer dann umlaufen können, aber ich meine, das bringt ja nichts. Schließlich kriegt man da nur zusätzliche Erfahrungspunkte und die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Weil nachher werden die Trainer schon relativ happisch und da kann man nur froh sein, wenn man die Erfahrungspunkte am Anfang schon mitgenommen hat. Weil es kann wirklich nie schaden, wenn man einfach mal ein bisschen mehr trainiert, auch wenn es nicht unbedingt nötig ist. So, dann let's go. Oh Gott, Hilfe. Das sieht so aus, als ob da so eine kleine Psycho-Schrolle ist, weil es gab ja immer diese komischen Psycho-Trainer. Und ich glaube, da war auch so eine. Also ich habe aber das Gefühl, dass Pikachus schon sehr selten hier in den Wald kommen, aber die treten auf jeden Fall auf. Ich habe nämlich jetzt schon zweimal welche gesehen innerhalb von 10 Minuten oder so. Ja, das geht ja eigentlich nur. Ich möchte jetzt halt nicht 10 Minuten im Park, im Park verbringen, um einfach nur so ein dummes Pikachu da zu zeigen. Also, ja. Pikachus sind cool. Nichts gegen Pikachus, aber ja. Die sind einfach doof, weil die direkt kaputt gehen. Das ist doch richtig scheiße. Ich meine, dann will ich das Teil fangen und mache es direkt kaputt. Ich hätte natürlich auch versuchen können, das nur mit einem Pokéball zu fangen. Also einfach nur mit Pokébällen, ohne das jetzt irgendwie zu schwächen. Das könnte bei so Pokémon mit niedrigen Leveln natürlich auch funktionieren. Aber das wäre eigentlich ziemliche Verschwendung gewesen. Und so wichtig ist es mir jetzt auch nicht, das Pikachu zu haben. Wobei... Doch, es wäre mir schon wichtig, aber... Whatever, ich kann ja einfach nochmal aufs Spiel gucken. Dann könnte ich das mit dem Pokéball nochmal versuchen, weil ehrlich gesagt habe ich da eben noch nicht dran gedacht. Aber bis dahin werde ich sicherlich noch ein neues Pokémon gefangen haben, das vielleicht ein bisschen schwächer ist. Hast du genügend Pokébälle? Ja, ich habe noch keinen Teil da gefangen, aber egal. Oh, guck mal, eine kleine Schrolle. Ich hoffe, dein Team hat keine Angst vor Unwettern, denn gleich hagelt es Blitze. Oh Gott. Jetzt hat die Pikachu. Oh, die sieht voll stylisch aus. Ach du Scheiße. Ja, Pikachu. Oh Mann. Oh, Neid. Neid hoch 10. Oh. Und das geht jetzt wetten wahrscheinlich nicht direkt kaputt. Damit wette ich. Los. Pam. Und es stirbt jetzt nicht direkt, oder? Doch, es stirbt auch direkt. Hä? Was ist das denn für ein Scheiße? Aber ich mag Pikachus voll. Nur ich mag die dritte Entwicklung nicht. Die sieht irgendwie voll hässlich aus. Aber Pikachu ist einfach so das Standard-Pokémon. Das kennt man einfach aus dem Anime und dann ist das auch cool. Ja, so ist es. Wer ist das? Hallo, du kleine Göre. Jederzeit, überall, gegen wen auch immer. Das ist das Tolle am Pokémon-Kämpfen. So, da bin ich schon mal gespannt. Boah, die haben alle dieselbe Fresse. So, Göre Mieze heißt die auch noch. Oh, was für ein kreativer Name. Oh Gott. Honliu! Ja, die Teile sind doof. Ich mag die nicht, aber die kriegen wir trotzdem recht schnell weggefetzt. Also machen wir doch mal. So, mittlerweile weiß ich, dass Pflanze nicht auf dieses Honliu effektiv ist. Ich weiß nicht, was für ein Typ ist. Ich glaube, Insekt. Gibt es den Typ Insekt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach doch, das gibt's bestimmt. In Pokémon gibt es sowieso alle mögliche Scheiße. Oh, das ist so süß.
auch noch so voll am Abstöhnen, so, oh, das ist so süß und so. Und ich habe übrigens bereits schon eine neue Attacke gelernt, die ist hier Biss, ne? Ja, das ist so eine Unlichtattacke, die ist eigentlich auch recht hilfreich. Das heißt wohl, dass ich noch mehr kämpfen und meine Pokémon noch näher trainieren muss. Jetzt heißt sie auch noch Mieze und die sieht fast genauso aus wie ich. Nur, dass sie eine andere Haarfarbe hat. Oh, kreativ. Wow, ein Pokéball ist ja nicht so, dass ich den sowieso nicht brauchen würde. Aber wobei, dann würden sich die Chancen erhöhen, dass ich dieses scheiß Pikachu da kriege. Oh, jetzt sagt ihr das auch noch. Du hast ja das gerade gelesen. Die hat gerade gesagt, ah, ich werde so gern ein Pikachu fangen. Das finde ich richtig assi. Aber immerhin ist das eigentlich recht praktisch, dass sie das ins Spiel eingebunden haben. Weil das ist ja ein Hinweis darauf, dass es diese Pikachus hier gibt. Weil normal wird man ja nicht daran denken, dass hier ein Pikachu gefangen werden kann, wenn man sich nicht weiter in diesem Areal aufhält. Aber die hat jetzt gerade den Hinweis gegeben, dass es Pikachus hier gibt. Und im Prinzip ist das ja eigentlich schon gut. Weil wenn man jetzt auf so einer Ebene ist, wo ein Pokémon nur zu 2%iger Wahrscheinlichkeit auftaucht und die sagt dann, oh, ich würde gern einen Blablabla fangen, dann ist das ja schon recht praktisch eigentlich, wenn man so überlegt. Nur hier regt es mich jetzt in diesem Fall gerade auf, weil ich auch gern Pikachu hätte, du dumme Schrulle. Egal, muss das Pikachu halt warten, hol ich mir das irgendwann anders. Nee. Du bist also als Erste hier angekommen. Sieht so aus, als hätte meine neue Nachbarin das Zeug zum Pokémon-Trainer. Oder zum Marathonläufer, einfach welchem schnell er hier war? Die Bewegungen von Pokémon sind einmalig. Die würde ich gern in meine Tanzmoves einbauen. Tiano, du bist viel zu fanat in die Bewegungen von Pokémon. Okay, alle sind hier. Auf nach Nuvaria City. Okay. She's Nuvaria City Girl. Ja, ich weiß, passt voll gut. Ouvert Weg, das heißt geöffneter Weg. Sag doch mal, was habt ihr denn jetzt alle so vor? Na, ich werde mich auf die Suche nach Pokémon begeben, ist doch klar. Immerhin hat uns der Prof darum gebeten. Alle Pokémon haben einen Lieblingsort. Mit anderen Worten, auf den Routen kann man völlig andere Pokémon treffen als in den Wäldern. Andere Pokémon benutzen an sich auch neue Attacken, was? Ich will die verschiedensten Bewegungen sehen. Und was ist mit dir, Callum? Ich werde mich an der Arena-Leiterin von Nuvaria City versuchen. Wenn man sich mit dem Leiter einer Arena misst, erhält man nämlich einen ganz guten Anhaltspunkt, was man als Trainer so taugt. Du weißt ja echt gut Bescheid. Ich habe viel von anderen gelernt. Das ist übrigens für euch. Hier, das ist so eine Art Expeditionshandbuch. Da drin habe ich die 10 wichtigsten Tipps für Pokémon-Trainer festgehalten. Hier, du bekommst auch eins. Nee, du bekommst keinen. Der sagt so, ja, ich habe für euch alle eins geholt. Und dann sagt er nochmal extra zu mir, du bekommst auch eins, obwohl du scheiße bist. Oder was meint er damit? Wenn ich mal irgendwas unklar ist, dann wirft einfach einen Blick in das Handbuch. Okay. Und dann rennt er weg so, yeah, cool, danke. Ich werde erstmal versuchen, dich ein bisschen besser kennenzulernen, Froxy. Und was wirst du machen, Madame L? Einfach drum rumstehen. Oh, hier kann man bestimmt Surfer machen und dann kommt man nachher darüber. So, warte, ich möchte das Schild lesen. Route 3, auch bekannt als Ouvertweg. Oh, das hört sich einfach alles so mystisch an auf Französisch. Voll cool. Meine Mama sagt immer, ein Gruß muss man mit einem Kampf erwidern. Was? Da macht die Mutter das bestimmt so, wenn man dann der so Hallo sagt. Oh, der hat einen Mini-Glurak im Rücken. Oh, wie süß. Oh. Was ich gerade sagen wollte. Die Mutter, wenn die so begrüßt wird, dann schlägt die einem bestimmt direkt ins Gesicht. Die meinte das bestimmt gar nicht mit Pokémon. Ist es so voll die harzer Mutter, so voll aggressiv. Ach scheiße, ich hätte mich vielleicht von der kleinen Schrulle nochmal heilen lassen können. Weil jetzt müssen wir erstmal in die Stadt gehen, um uns wieder zu heilen. Weil ich habe jetzt zum Beispiel nicht mehr viel EP bei der Tackle Attack. Tackle Attack. Ach stimmt, das habe ich früher auch immer gesagt bei meinem alten Pokémon-Let's Play. Das ist immer lustig. Tackle Attack. Das mag ich. So, und jetzt kriegst du in die Fresse. Bye bye, Bitchy Poops. Tschüss. Mauke erhält irgendwas. Erfahrungspunkte. Ja, yeah, schon Level 13. Ja, das ist doch eigentlich recht nett. Okay, viele Sachen werden aufgeführt. Das ist doch schon mal gut. Oh, der Glurak ist so süß. Aber ich liebe Glurak sowieso. Das ist voll das geile Pokémon. Und die Mega-Entwicklung sieht eigentlich auch gar nicht mal so übel aus. Hallo, du Petit Schrüdel. Ich hab keine Ahnung vom Kämpfen. Deshalb überlasse ich alle Entscheidungen Pichu. Was so? Oh Gott. Da war bestimmt gerade so ein 3-jähriges Kind am Werk. Oh Gott. Pichu wird von Elke eingesetzt. Oh, der ist auch so süß. Mann. Ich möchte auch einen Pikachu haben. Voll so rum am Heulen. So. Walzer. Bringt das überhaupt was? Ich habe keine Ahnung, was effektiv auf Elektro war. Statik von Pichu wirkt. Oh nein, dann bin ich paralysiert. Scheiße.
Tschüssi. Ich glaube, man ist auch nach dem Kampf noch paralysiert. Also, ist das so übernommen worden? Bestimmt, ne? Das mit dem Gift wurde ja schließlich auch übernommen. Und die hat ein Haspirohr. Wie süß. Haspirohr mag ich auch voll. Das ist ein richtig süßes Pokémon, aber nachher wird das auch irgendwie total hässlich. Ah, da kann man jetzt der Schneider anrissen. Was war das denn gerade? Plötzlich, komm mal! Hi, du kleiner Trainer. Wollen wir zusammen die Pokémon studieren? Okay, dann let's go. Yeah, maximal pigmentierte Schrolle. René, noch 10.000 E's dranhängen, ist klar. Divita! Oh Gott, ich hasse das Teil. Das hat mich so aufgeregt in der vierten Generation. Das war ja immer in der ersten Route. Boah, das kam einfach überall vor. Das hat mich so genervt, dieses Teil. Aber egal. Ich sollte vielleicht mich mal gleich heilen gehen, weil ich bin paralysiert und ich habe irgendwie auch nicht mehr so viele Attacken parat, die ich noch einsetzen kann. Ich fand das auch mal ganz interessant, was passiert, wenn man gar keine Attacken mehr parat hat. Das habe ich nämlich mal versucht, als ich die ganze Zeit trainieren war. Das war dann schon interesting. Ich weiß, ich glaube, dann wird einfach so eine Random-Attacke eingesetzt. Das fand ich eigentlich recht interessant. Aber das ist trotzdem sehr ungünstig, wenn man wenn man gar keine EP mehr übrig hat, weil man dann halt nicht lenken kann, was man angreift. Das ist dann ein bisschen scheiße. Bücher allein bringen es eben nicht. Auf die Erfahrung kommt's an. Yeah. Cool. Okay. So, dann lass uns doch mal weitergehen, ne? Und guck mal, wie das Gras einfach so vom Wind getragen wird. Das finde ich auch richtig schön gemacht. Hier so die Effekte und alles Mögliche. Das gefällt mir bei dem Spiel schon echt gut. So, ich möchte jetzt gerne mal gucken, was hier in dem wilden Gras. Wow, wildes Gras für Pokémon sind. Wir gucken jetzt einfach mal. Oh ja, 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 ja. Soll ich das einfach mal fangen? Aber wahrscheinlich zerstöre ich das eh wieder so. Weg mit der Scheiße. Oh toll, das ist auf Level 3. Ernsthaft? Soll ich einfach mal versuchen, das zu fangen? Weil wenn ich angreife, wird das eh kaputt sein. Ich habe hier 17 Pokebälle. Also, das wird wohl kein Problem sein. Plop. So, come on. Und one. Fuck. Egal, wir schaffen das. Tackle. In die Fresse. Ich brauche wirklich jetzt mal ein zweites Pokémon. Ich habe nämlich gerade gemerkt, das wird wirklich ein Problem, wenn man andere Pokémon fangen will. Yeah, pam. Und... Nein! Aber ich glaube, je öfter man die Pokébälle einsetzt, desto höher wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Pokémon gefangen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist, aber ich meine schon, dass das auch bei den alten Teilen immer so war. So, ich verbrauche einfach jetzt ganz viel von der Scheiße. Yeah! Und? Flop! Flop! Und? Come on! Ja? Nochmal! Oh, okay, aber ich denke, mit dem vierten wird es wirklich hinhauen. Nur das war jetzt doof, so viel Aufwand wegen diesem komischen Hasen zu machen, weil ich wirklich das Pikachu viel lieber gehabt hätte. Ich glaube, der Hase ist auch noch vom Typ normal und naja, mit normal kann man jetzt nicht so viel anfangen, weil eigentlich sehr viele Sachen effektiv auf normal sind. Soll ich es einfach mal lassen? Nur ist jetzt doof, dass ich mir die Mühe gemacht habe und das dann nicht einfange. Ach komm, ich versuche es weiter. Ich möchte aber in die neue City, wie heißt die nochmal? Wudraya? Nein. Toll, ich habe gerade an Voudray gedacht, an so eine komische französische Form, weil ich hier die ganze Zeit so viele französische Namen denke. Agility! Oder so. Was ist das? Initiative steigt stark! Oder so eine Kacke. Oh, okay, ein Pokémon noch, dann gebe ich es auf, wenn es jetzt nicht klappt. Come on, du schaffst es. Eins, zwei, drei und. Hey! Meine Drohung hat funktioniert so. Wenn es nicht klappt, dann gebe ich auf. Mods, mods, mods. Ach, der kriegt wirklich Erfahrungspunkte, wenn man Pokémon fängt. Das ist ja mal interessant. Ich meine nämlich, das wäre früher nicht so gewesen. Yeah. Skirpo. Es besitzt schaufelähnliche Ohren, die durch ständiges Gramm so kräftig werden. Ja, bla bla bla. Okay, das ist Typ normal. Aber man kann ja mal gucken. Vielleicht ist es bei der Entwicklung anders, dass sich dann der Typ ändert. Das ist ja auch häufig so. Okay, das ist ein Mädchen. Dann fange ich mal mit K an und dann gucke ich, was dabei rauskommt, wenn ich einfach mal so Standard versuche. Kuku. Kuku. Das hört sich scheiße an. Das hört sich an wie Doku. Ach du Scheiße, nee. Auch ich und meine geilen Namen immer. Ja klar, ich bin ja einfach kreativ. Kann man anders nicht sagen. Ach, lieber Gott. Oh, Azuril. Nee, den mag ich nicht. Aber egal, den können wir jetzt auch relativ schnell zerstören. Ja, wir brauchen jetzt nur den Rankenhieb, weil das ist effektiv dann auch. Oder warte, ist der Typ normal? Nee. Was? Ich meine, das wäre... Ah, ist es vom Typ Wasser? Ich weiß es nicht mehr. Es kann sein, dass die Weiterentwicklung vom Typ Wasser ist und das ist vom Typ normal. Aber der macht auch eine Wasserattacke, also ist es wahrscheinlich vom Typ Wasser.
So, wir gucken einfach mal. Und das war irgendwie voll dumm von dem, diese Feuer-Scheiße da einzusetzen. Also gegen Feuer, weil ich bin kein Feuer-Pokémon. Wie soll ich da darauf kommen, mal eben so eine Feuerattacke zu machen? Das wäre schon merkwürdig. Oh, ein Trainer, Hallöchen. Pokémon-Attacken, je öfter man sie einsetzt, desto besser versteht man sie. Okay. Wenn du das sagst. Und der guckt so sexy bei seinem Rucksack so. Oh, ich habe einen Styler-Rucksack. Wegemat, yeah. Oh, ist ja nicht so, dass ich das schon 10.000 Mal besiegt hätte, das dumme Teil. Oh, Abwechslung, ich hätte auch gerne mal andere Pokémon, wenn es geht. Ja, Tackle. Aber der hat wahrscheinlich die drei Affen. Also ich meine, ich sehe ja gerade, dass der drei Pokémon hat. Dann kann es eigentlich gut vorkommen, dass sie hier die drei Affen dann haben. Weil das war ja eigentlich häufig so, dass es manche Gegner gab, die so voll besessen nach einer Art von Pokémon waren und dann haben die auch immer gesammelt. Ja, habe ich ja gesagt, Grillmark kommt jetzt als nächstes, ja, okay. Das verstehe ich. Okay, dann mache ich jetzt mal Walzer. Das wird beim nächsten natürlich nicht hinhauen, weil ich glaube, Walzer ist so eine Attacke, die wird irgendwie die ganze Zeit durchgeführt, also so 10 Runden lang oder so. Und das ist dann natürlich unpraktisch, wenn das nächste Pokémon eingesetzt wird. Aber ich weiß nicht, ob das unterbrochen wird, wenn das Pokémon gewechselt wird. Kameradschaft! Bla bla bla. Wieso macht der da mit? Wieso gibt es überhaupt so eine Attacke? Wie, der wehrt die ab? Willst du verarschen? Oh, schon wieder die scheiß Kameradschaft. Vielleicht habe ich gar keine Angriffskraft mehr. Ja, geil. Oh, ich kann schon wieder nicht angreifen. Ernsthaft? Ich glaube, ich habe auch keinen Trank dagegen oder so. Aber müssen wir mal gucken. Ist ja egal, wir machen erstmal weiter. Ja, lass den Angriff noch mehr sinken. Hallo, wie soll ich das denn jetzt lang? Ja, geht doch, danke. So, weg ist auch der kleine Hessische. Und war sogar ein Volltreffer hier, das ist doch nett. Okay, so, jetzt kommt das nächste Teil. Sudamark, ja, habe ich ja gesagt. Der hat natürlich alle drei Affen. Okay, da wäre jetzt natürlich am logischsten, wenn wir diese, Dingens Pflanzenattacke einsetzen. Aber das geht ja nicht, weil wir vorher Walzer eingesetzt haben und dann führte die Attacke ja 10.000 Mal hintereinander aus. Aber es war ein Volltreffer, das ist auf jeden Fall Beauty. Beauty, Beauty! Und ja, passt schon. Wow, die Attacke eben hat ganz schön reingehauen. Yeah, that's it. Ich bin halt cool. Ja, dann guck. Oh, jetzt muss ich da schon wieder hingehen zu so einer komischen Trainerin. Ich bin einfach vorbeigelaufen. She's in the Varia, City Girl, bam, bam, bam. So, ich gehe mich jetzt gerade mal erst heilen. Oh Gott, der Vater. Oh, hallo, Madame L. Möchtest du auch dein Team heilen lassen? Pokémon Center sind schon was Feines. Wenn du mit der Frau hier sprichst, teilt sie dein Pokémon-Team. Naja, okay, das weiß ich alles schon. Da kann man halt Pokémon lagern. Oh Gott! Übrigens solltest du dir im Pokémon-Supermarkt ein paar Pokebälle und Trinker auf Vorrat kaufen. Ja, okay, weiß ich alles schon bereit. Okay, da ist jetzt nämlich alles in einem. Und da hinten links sieht man auch, dass man sich so Klamotten und so ein Zeug kaufen kann. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Yeah. Und ich glaube, ich fange mir gleich mal so ein Pikachu, also offscreen und so, weil ich die einfach voll cool finde. Ich möchte auch ein Pikachu in meinem Team haben. Aber erstmal gucke ich mir die Kleidung scheiße an. Yeah, Umstyling. Und nu? Kann man das ändern oder was? Umziehen? Was? Ha? Ah, mach die! Hä? Ach so, ich habe gar nichts verändert und einfach nur auf Umziehen gedrückt. Oh, das ist schlau. Jetzt macht die so die geile Bewegung so von wegen, oh, jetzt sehe ich wieder sexy aus, obwohl die einfach genau gleich wie vorher aussieht. Oh, das ist hier mal hässlich. Skinny Jeans, die ist cool, die will ich haben. Ja, okay, was ist das? Nee, das ist ein Ensemble. Achso, die Socken sind das. Ich dachte schon, was sind das denn für geile Hotpants? Ja, komische Tasche. Achso, ansonsten gibt's nichts Neues. Das ist ja schade. Naja, egal, komm. Dann zieh ich Start jetzt halt an. Mit dem komischen hessischen grünen Oberteil. Aber was soll's? Hä? Ah, das hat ja gut funktioniert. Ich glaube, ich hätte auf Umziehen drücken müssen, aber egal. Okay, dann beenden wir erstmal den Part. Also, bis zum nächsten Mal.